Hallo zurück im Küchengarten. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Katharina und heute möchte ich euch ein paar nicht so reguläre Gartenarbeiten für den Mai zeigen. Sie sind vielleicht nicht so gängig, aber trotzdem müssen sie im Hausgarten gemacht werden. Und das soll vielleicht ein kleiner Reminder, eine kleine Erinnerung für euch sein, dass ihr diese Arbeiten auch anpackt und mit mir gemeinsam gut in die neue Saison startet. Viele von euch werden diese erste Arbeit vielleicht sogar schon gemacht haben, aber ich habe sie ewig vor mir hergeschoben. Und zwar habe ich mein Gartenhaus, meine Gartenhütte ausgemistet, ausgeräumt. Das habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gemacht und ich bin fast nicht mehr zur Tür hineingekommen. Ausmisten, ausräumen, neu sortieren und ich verspreche euch, im Endeffekt werdet ihr viel mehr Freude an der Gartenarbeit haben, wenn ihr jedes Werkzeug gleich zur Hand habt und nicht zuerst über weiß Gott was für ein Schamott drübersteigen müsst. Dann kontrolliere ich auch meinen Wurmkompost, der steht beim Gartenhütchen hinter der Tür. Da ist so ein kleiner Dachvorsprung und die stehen mittlerweile schon seit über einem Monat wieder draußen. Im Winter habe ich sie nämlich in der Garage stehen, weil natürlich dieser Wurmkompost nicht so gut isoliert ist und ich möchte ja, dass die Würmer auch im Winter tätig bleiben. Ja, da schaut es schon ganz gut aus, dass da unten ist der Wurmsaft mit dem, das ist ein Flüssigdünger, den ich im Garten gerne verwende. Bin ich sehr zufrieden und schaut, wie das jetzt ausschaut in meiner Hütte. Alles wieder picobello, das gibt so ein gutes Gefühl, alles geordnet und an seinem Platz und ich hoffe, das wird auch lange so bleiben. Als nächstes konnte ich schon etwas ernten und zwar Wintergemüse, also im Herbst gepflanzt. Da gibt es ein Video dazu, das ist mein Frühlingsknoblauch. Schaut euch das gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie man den kostengünstig und einfach anbaut. Und jetzt im Mai habe ich dieses Beet komplett abgeerntet, weil ich natürlich den Beetplatz brauche. Bin mir noch nicht ganz sicher, was da reinkommt. Das ist nämlich eher ein schattiges Beet. Entweder Grünkohl oder vielleicht die Edamame. Das werden wir dann sehen. In der Küche verwende ich diesen Frühknoblauch immer wie Lauchzwiebel. So ähnlich schmeckt er auch, nur mit einer leichten Knoblauchnote. Und ich verwende auch dieses herrlich zarte Grün immer mit in meinen Pfannen und Gerichten. Und wenn ich ihn jetzt haltbar mache, weil das ist zu viel auf einmal, mache ich ihn schon so haltbar, wie ich ihn nachher in der Küche verwenden möchte. Ich werde ihn einfrieren und schneide ihn hier zuerst gewaschen in Stücke, gebe das in so Behälter, beschrifte diese natürlich und das Ganze kommt dann in die Tiefkühltruhe. Kennt ihr diese Internetfilme auch, wo die Leute die Stumpen von Lauch und Zwiebeln wieder zum Wachsen bringen, also sie wieder einpflanzen? Und genau das habe ich jetzt hier versucht. Ein kleines Experiment, mal schauen, ob was draus wird. Als nächstes musste ich unbedingt Rasen mähen und ich habe seit letztem Jahr meinen Benzinrasenmäher zu der Verwert AG gebracht. Und habe jetzt nur mehr so einen manuellen, weil wir haben wirklich sehr wenig Wiese und da reicht dieser von Hand betriebene wunderbar aus. Als nächstes haben wir etwas für die Vogelwelt getan. Das mache ich jedes Jahr im Frühjahr. Ich bemühe mich, neue Nistkästen aufzuhängen. Dieses Jahr waren hier diese Mehlschwalbennester dran. Die habe ich im Herbst im Ausverkauf gekauft. Da waren sie um 80% verbilligt. Eine Sensation, also haltet Ausschau nach solchen eher teuren Sachen im Herbst, wenn die Saison vorbei ist. Da wollen die Pflanzenmärkte und Baumärkte oft ihr Lager freikriegen. Wie ihr da schon gesehen habt, wir haben bei der Ostseite unseres Hauses eine schöne freie Einflugsschleuse für die Vögel und eine Untersicht aus Holz. Da konnten wir das ganz einfach dran schrauben und das war wirklich schnell gemacht. Jetzt hoffen wir einfach, dass möglichst schnell die Schwalben auf diese neue Behausung aufmerksam werden. Auf jeden Fall fliegen hier bei uns in der Gegend immer sehr viele herum. Deswegen bin ich guter Dinge. Als nächstes habe ich noch eine größere Vielfalt an Vogelfutterstellen befestigt, aufgehängt, aufgestellt. Denn das große Vogelsterben ist in
den Medien momentan ein riesiges Thema. Und aufgrund des immer größer werdenden Insektenmangels fehlt ihnen natürlich auch im Sommer die Nahrung. Deswegen empfiehlt der Vogelbund, ja, dass man auch im Sommer zufüttert. Das habe ich mir zu Herzen genommen und eben verschiedenste Futterstellen und auch Wasserstellen bereitgestellt. Dann habe ich noch eine Lieferung bekommen, die ich hier mit euch gemeinsam auspacke. Und zwar hatte ich furchtbares Pech mit meinen Paprika- und Chili-Pflanzen. Die haben das Jungpflanzenstadium irgendwie gar nicht überlebt. Das heißt, ich habe mir hier beim Online-Pflanzencenter meines Vertrauens Paprikas und Chilis bestellt, einfach besondere Sorten. Und wir haben uns endlich drüber getraut, Spargel in unserem Küchengarten zu pflanzen. Das wünsche ich mir schon so lange, habe mich aber irgendwie nie getraut. Und dann habe ich eben bei meinem liebsten Pflanzenladen eine ganz spezielle Spargelsorte gefunden, die bei ihnen auch schon über 2 Jahre großgezogen wurde. Das heißt, ich sollte im nächsten Jahr schon ernten können. Was haben wir gemacht? An einer sehr sonnigen Stelle in unserem Küchengarten, das ist südseitig und da wächst sonst gar nichts, weil es eben so warm ist, einen sehr tiefen Graben ausgehoben. Den haben wir dann, weil Spargel sehr gute Wasserdrainage braucht, zuerst mit Kies und dann mit Sand aufgefüllt und als Langzeitdünger Schafwolle eingearbeitet. Spargel braucht regelmäßig eine gute Düngergabe und deswegen haben wir, nachdem wir die Löcher wieder zugeschüttet haben, auch den ganzen Bereich noch mit frischem Kompost gemulcht. Und das werde ich dann 1 bis 2 Mal im Jahr beibehalten, immer wieder frischen Kompost auf dieses Beet werfen. Ich habe auch vor, zu unterpflanzen mit Salat oder Bohnen. Das sind gute Partner für Spargel. Das absolute Highlight letzter Woche war allerdings, dass wir zum Bauernhof 2 Dörfer weiterfahren konnten und uns dort 2 Laufentenküken holen. Meine eigene Kunstbrut hat ja leider nicht so gut geklappt, es ist nur 1 Entenküken geschlüpft und das wollte ich natürlich nicht alleine großziehen, sondern im Geschwisterchen holen. Da haben wir uns 2 ganz kleine, die jetzt 2 Wochen jünger sind als mein Entchen. Die haben wir zuerst gebadet, weil sie doch recht dreckig waren. Sie waren dort mit 30 Geschwistern in einer Kiste drinnen. Und da passiert schon mal der ein oder andere Unfall. Und dann kam die Verbrüderung oder besser gesagt die Zusammenführung mit meinem Entchen. Und das war zuerst ziemlich skeptisch, aber nach der ersten Nacht haben sie sich schon sehr gut angefreundet und sind jetzt richtig glücklich. Das ist für mich natürlich ein sehr großer Pluspunkt. Das war das dieswöchige Update aus dem Küchengarten. Schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei mir kommen jetzt alle Gemüsepflanzen in den Garten. Die Eisheiligen sind vorbei. Viele habe ich schon drinnen. Und nicht vergessen, nächstes Wochenende ist das Kellergartenfest in Brenzbach. Dort werdet ihr mich treffen können, zusammen mit vielen anderen Garten-YouTubern. Ich freue mich schon sehr und hoffe, ich habe viele schöne Gespräche und eine gute Zeit mit euch. Bis dahin und alles Liebe!